Man schaut ja gern so aus dem 21. Jahrhundert auf frühere Zeitalter zurück und wähnt sich als Aufgeklärter erhaben darüber, was den Menschen früher passiert ist. Ich habe vielleicht ein paar Beispiele mitgebracht. Vor allem dem Mittelalter gegenüber fühlt man sich immer sehr fortschrittlich. Aber ich möchte ein paar Gegensatzpaare kurz aufzählen, dass Sachen in unserer Zeit passieren, die zu dem, was damals passiert ist, gar keinen so großen Unterschied bedeuten. Sehr oft in Umbruchszeiten oder in Krisenzeiten brechen solche wahnhaften Massenbewegungen auf unterschiedliche Weise hervor. Denken wir an die Kinderkreuzzüge im 12. Jahrhundert. Da gab es visionäre Knaben, die Tausende von Kindern und Jugendlichen dazu gebracht haben, wir gehen jetzt nach Jerusalem. Das ist ziemlich schnell zerfledert. Einige sind bis nach Marseille gekommen, dort wurden sie von Sarazenen gekapert und in die Sklaverei verschleppt. Das ist übrigens mit den Sarazenen bis an den Beginn des 19. Jahrhunderts gegangen. Erst die Amerikaner haben im amerikanisch-algerischen Krieg dann diese Sklaverei, dass man die italienischen Städte und so an den Küsten ausgeräumt hat, abgestellt. Also Kinderkreuzzüge im 13. Jahrhundert, heute Friday for Future mit einer visionären jungen Dame aus den skandinavischen Ländern, ist jetzt von der Massenbewegung kein großer Unterschied. Dann hatten wir im Mittelalter die Gnadenakte der Kirche, den Ablasshandel, dass man seine Sünden loswerden kann. Was ist es heute? Greenwashing, CO2-Zertifikate der großen Konzerne, die sich damit sozusagen ihre Absolution erkaufen können. Dann ist im Studium begegnet einem natürlich diese spitzfindigen Argumentationen der Scholasten, wo dann im Zuge des Nominalismusstreits ja eigentlich sogar die ganze Realität als Begrifflichkeit flöten gegangen ist. Es kam dann der Empirismus auf. Was haben wir heute? Sprachcodes, die von bestimmten Eiferern in Interessensgruppierungen nach außen getragen und medial transportiert werden, sodass es nicht möglich ist, mit ihnen in eine Diskussion zu kommen, sondern die haben ihre festen ideologischen Standpunkte und da fährt die Eisenbahn drüber. Das ist gar nicht, also Sprachpolizisten, die die Sprache reinigen wollen und solche Sachen treffen wir heute an und es ist gar nicht so alt, sonst gar nicht so anders als zu dem, was im Mittelalter die Menschen beschäftigt hat. Oder wir haben gestern über die Klimakatastrophe gesprochen, wir haben gestern über die Klimakrise gesprochen, wo ich der Meinung bin, dass wir vor ganz großen Herausforderungen stehen. Aber das, was uns bewegt, sind sehr oft sehr apokalyptische Gedankenbilder, dass wir der Meinung sind, dass die Welt untergeht, dass wir die letzte Generation sind. Was dann auftauchen, sind Chiliasmen, das heißt Endzeitvisionen. Früher hat man das verbunden mit einem Messias, der wiederkommt. Jetzt verbindet man es sehr oft mit irgendwelchen herausragenden Persönlichkeiten, die uns dann sagen, wie es sein wird. Also ein Rückfall in apokalyptische Säkularreligionen, könnte man sagen. Das sind so Phänomene, die in einer Massengesellschaft natürlich jetzt durch die sozialen Medien noch stärker unterstützt werden. Aber da sind wir so gar nicht so weit weg von dem, was für die Menschen damals bewegt war, in Krisensituationen, wo es ihnen nicht gut gegangen ist.